Wir stehen hier auf historischem Boden. In Friedland kamen in der Zeit zwischen 1950 und 1970 470.000 Spätaussiedler und Vertriebene an, insbesondere nach dem Besuch von Konrad Adenauer 1955 in Moskau. Es gab hier Tränen der Hoffnung, Tränen der Freude, Tränen der Verzweiflung. Viele trafen dann doch nicht auf ihre Angehörigen, auf den Mann, den Sohn, den Bruder, der aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft heimkehren sollte. Auf diesem historischen Platz verweisen wir auf den Urfehler des 20. Jahrhunderts, die Diktate von Versailles und Trianon. Denn auch Trianon soll erwähnt werden. Ungarn hat 2/3 seines Staatsgebietes an andere Nationen abgeben müssen. Der Völkerrechtler Alfred de Zayas hat zur Selbstbestimmung gesagt: Das Selbstbestimmungsrecht der Völker beinhaltet das Recht auf die Heimat. Denn man kann das Selbstbestimmungsrecht nur ausüben, wenn man aus der Heimat nicht vertrieben wird. Die Haager Landkriegsordnung von 1907 war im Zweiten Weltkrieg anwendbar. Die Artikel 42 bis 56 beschränken die Befugnisse von Okkupanten in besetzten Gebieten und gewähren der Bevölkerung Schutz, insbesondere der Ehre und der Rechte der Familie, des Lebens, der Bürger und des Privateigentums und verbieten Kollektivstrafen. Eine Massenvertreibung ist mit der Haager Landkriegsordnung in keiner Weise in Einklang zu bringen. Die Vertreibungen 1945-46 waren völkerrechtswidrig, denn sie verletzten die Minderheitenschutzverträge, die Polen verpflichtete. Die Rechtsprechung des Internationalen Militärtribunals in Nürnberg verurteilte die Vertreibungen, die von den Nationalsozialisten durchgeführt worden waren, als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit. Das Völkerrecht habe per Definition universale Geltung. Und darum stellten die Vertreibungsaktionen gegen die Deutschen, gemessen an demselben Prinzip, ebenfalls Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit dar. Soweit Alfred de Zayas. Und an anderer Stelle wird über das Selbstbestimmungsrecht und über die Vertreibung vorgetragen: Die entschädigungslose Enteignung von Privateigentum fremder Staatsbürger ist völkerrechtswidrig. Wenn eine Enteignung im Zusammenhang mit einem Verbrechen gegen die Menschheit steht, zum Beispiel Bestandteil eines Genozids ist, darf die Staatengemeinschaft diese Enteignung nicht anerkennen. Der Staat der Nationalität der Opfer dieser Enteignungen ist vielmehr zum diplomatischen Schutz seiner Bürger verpflichtet, denn die Ausübung des diplomatischen Schutzes ist in diesem Falle auch keine Ermessensfrage. Das Völkerrecht gilt gleichermaßen für alle. Darum sind die Staaten verpflichtet, die Normen des Völkerrechts konsequent anzuwenden, ohne willkürliche Ausnahmen zu machen. Ein Staat gefährdet die Rechtssicherheit und stellt die Glaubwürdigkeit der völkerrechtlichen Ordnung in Frage, wenn er nach unterschiedlichen Maßstäben handelt. Völkermord und Verbrechen gegen die Menschheit müssen stets verurteilt werden, unabhängig von der Nationalität der Opfer. Flüchtlinge und Vertriebene haben grundsätzlich das Recht auf Rückkehr sowie das Recht auf Entschädigung. Es handelt sich um eine Geschichtssplitterung und um die Verletzung der Menschenrechte, die deutsche Vertriebenen als Täter zu diffamieren.
Die Vertriebenen sind Opfer der Unmenschlichkeit der Sieger gewesen und heute oft Opfer der Diffamierung durch die Medien und durch die offiziellen Historiker. Wenn wir an dieser historischen Stätte uns versammeln, gedenken wir, wie auch immer wieder, an anderer Stelle der rund 17 Millionen deutschen Zivilisten, die von 1944 bis 1950 von Polen, Tschechen, Russen, Rumänen, Ungarn und Jugoslawien aus ihrer seit Jahrhunderten angestammten Heimat vertrieben worden sind. Etwa 3 Millionen von ihnen fanden dabei den Tod. Ein Opfergang antiker Größe.